gewusst, dass ein sehr schwieriges Spiel auf uns zukommt. Genauso war es auch. St. Pölten hat uns das Leben richtig schwer gemacht. Die Räume sehr, sehr gut zugestellt. Sie haben dann auch noch, ich glaube, 10, 15 Minuten noch das System ein klein wenig geändert, wo wir dann noch weniger Räume teilweise bekommen haben in die Halbpositionen. Und ja, wir haben trotzdem dominiert das Spiel. Müssen einfach die Torschancen effizienter nutzen. Und müssen auch mit einer schlechten Umschaltaktion am Mittelrückstand und gleich wieder hinterher, das wir eigentlich schon in letzter Zeit sehr oft oder zu oft gehabt haben. Und dann wird es richtig schwieriger wieder, auch vom Kopf her, ist auch klar. Aber da ein großes Kompliment an die Spieler, weil wie sie das Spiel dann wieder angenommen haben, das Spiel gedreht haben, dann halt mit etwas Glück den Siegestreffer dann erzielt. Gibt es nicht mehr sehr viel dazu zu sagen, wie dass wir das auch, glaube ich, auf jeden Fall verdient haben heute. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, glaube ich, war das schon ein gerechter Sieg dann auf unserer Seite. Vielen Dank, Ranko Popovic. Bitte um deine Analyse zu den abgelaufenen 90 Minuten. Guten Tag. An erster Stelle Gratulation an meinen Freund zum Erst und dann Austria auch für 3 Punkte. Ja, ich habe nicht gewusst, das wird nicht leicht. Das ist nichts Neues. Aber ich glaube, von dem Spiel waren nicht viele Chancen. Die haben schon Kontrolle von dem Spiel gehabt. Was uns halt gefällt, heute ein bisschen mehr Ruhe mit dem Ball. Ball mehr in unserem Besitz, das haben wir letztes Mal im Mittwoch gespielt, gehabt, ein bisschen mehr. Aber trotzdem, die haben mehr Druck gemacht und haben uns nicht so frei gelassen. Wir müssten am Anfang auch haben wir ein bisschen Unstimmigkeiten gehabt, dann haben wir das korrigiert nach der ersten 10 Minuten Viertelstunde. Und eigentlich aus dem Spiel, ich habe keine großen Chancen gesehen aus dem Spiel, obwohl die waren immer gefährlich. Die alle, sagen wir so, Chancen, was waren nach dem Standards, ja, für denen und für uns auch. Wenn mich ärgert ein bisschen, das haben wir wieder die Tore zu naiv bekommen. Besonders das erste Tor haben wir Ball im Besitz gehabt, wo können wir das ein bisschen besser machen und dann nicht um dann in Schwierigkeiten zu kommen. Und dann in 90 oder in welcher Minute, weiß ich nichts mehr, da haben wir Tor bekommen. Wenn Gegner kommt nach dem Elfmeter wieder erst zum Ball, dann müssen wir uns fragen, was haben wir falsch gemacht, weil das war auch der Fall, was haben, glaube ich, bei 1-1 in Wien ist auch so gegangen. Rixi hat uns wieder einmal super gerettet und dann haben wir wieder Chance gegeben an Gegner. Wenn zweimal hintereinander eine Austria Chance gibt, dann bist du bestraft. Von einer Seite, von anderer Seite, wir wissen nicht, wie schwer für uns. Gleich am Anfang wieder Ausfall. Ja, wir haben so viele Ausfälle jetzt. Ich kenne keine Mannschaft in Europa, der kann. Ja, und wir haben trotzdem gute Leistung gebracht. Wir waren trotzdem im Spiel, wir waren knapp dabei, Punkte zu machen. Wenn wir hätten diese Punkte gemacht, dann für uns die Situation schaut komplett anders wie jetzt. Und natürlich, dass Buschen enttäuscht sind nach so einer kämpferischen mit gutem Einsatz seine Leistung haben gebracht, dass wir sind ohne Punkte geblieben. Ja, Leben geht weiter, wir müssen uns schauen, wir brauchen uns überhaupt nicht verstecken. Im Gegenteil, bin ich stolz auf das, was die spielen jetzt in letzter Zeit. Und wenn wir diese Kleinigkeiten, oder das sage ich nicht andere Wort, das mehr liegen an Erfahrung als was anderes, wegnehmen, dann schaut nicht so schlecht aus. Vielen Dank. Darf um eure Fragen an die beiden Trainer bitten. Peter Klöbel. Robert, von der Hölle, sprich Elfmeter in den Himmel, sprich da war. War die Zeit zum Kurz, um da überhaupt so frustriert zu sein, oder was ging das alles so schnell für dich auch? Ja, der Himmel haben wir noch weit weg, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Vielleicht haben wir ein paar Zentimeter abgekommen, aber die Situation, ich habe mich eigentlich schon wieder fast geärgert, wie er den Ball gehalten hat, weil er einfach zu hoch geschossen hat, weil das einfach ein super Ball war für einen Torhüter, dass ich den halten kann. Entweder muss ich ganz flach oder ich muss ganz hoch, aber so mittendrin war nicht optimal. Aber ich mache da einen Deutschen keinen Vorwurf, weil in der Situation einen Elfmeterschießen will ich selber, glaube ich, auch nicht hingehen. Also, und er hat die
Verantwortung übernommen, das hat man ganz klar gesehen, er hat den Ball geschnappt und von dem her ja, ist nochmal gut gegangen. Aber nochmal, wir haben 3 Punkte gemacht, aber es ist nicht mehr passiert. Also wir dürfen da jetzt nicht in Euphorie ausfallen, dass wir glauben, jetzt haben wir schon wieder alles erreicht. Also wir müssen schon schauen, dass wir den Ball flach halten und nächste Woche uns top vorbereiten auf ein extrem schweres Heimspiel gegen Salzburg. Gibt es weitere Fragen? Alex Huber. Ich frage an den Ranko, weißt du schon eine genauere Diagnose beim Robert Ljubicic? Weil ihr habt ja schon viele Schwerverletzte. Alex, wissen wir noch nicht, schaut aus nach Seitenband. Im Knie. Ob Zerrung ist oder nicht, oder keine Ahnung, wie schön, das muss man jetzt zum Beispiel Untersuchung machen und dann wissen wir ein bisschen mehr. Aber ja, dass solche Sachen passieren, besonders wenn du so ein kleiner Kader und dann solche Belastung, wo haben wir jetzt gehabt und ja, muss man das durchbeißen und durchgehen und hoffen auch, dass das einmal bald aus ist. Ja, zum Thema Ljubicic gibt es natürlich von uns dann eine Presseaussendung, wenn wir dann genau die Diagnose dann haben. Alex? Eine Frage an den Herrn Ibertsberger. WRC hat wieder gewonnen. Schauen Sie da eigentlich auch auf Platz 3 oder ist einmal die Erleichterung, dass der letzte Platz abgegeben ist, jetzt das im Mittelpunkt? Ich glaube, die Erleichterung ist einmal da, dass wir mal 3 Punkte gemacht haben und wir müssen sowieso jetzt nur auf uns schauen. Also wir müssen einfach in den nächsten Spielen weiter punkten und dann können wir einmal weiter nach vorne schauen. Aber es ist für uns einfach wichtig, jedes Spiel so ernst zu nehmen, auch wenn Salzburg dann auf uns wartet, dass wir auch 3 Punkte einfahren können. Also das hat jetzt der WRC vorzeigt, fast 2-mal, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube schon, dass da für uns genauso was drin ist. Gibt es noch weitere Fragen? Peter? Robert, ist der Tormannwechsel eine einmalige Geschichte oder bleibt jetzt der Herr Ljubicic die Nummer 1? Nummer 1 ist, der Tormannwechsel war einfach eine Situation für mich, die ich einfach herstellen wollte, dass ich einfach einen neuen Input geben wollte für die Mannschaft. Wo hat jetzt nichts mit der Leistung, was an Benz Patrick betrifft, hat das gar nichts zu tun gehabt. Ich wollte einfach für die Mannschaft einen Input geben und scheinbar hat das ein bisschen geholfen. Kann auch sein, dass er den Rest der Meisterschaft auch fertig spielt, klar. Schauen wir einfach die Wochen an, aber es kann schon in die Richtung gehen. Gibt es noch Fragen an die beiden Trainer? Offensichtlich nicht, dann bedanke ich mich bei allen fürs Kommen und wünsche unseren Gästen natürlich eine gute Heimreise. Dankeschön. Dankeschön.